Hi Leute, ein kleiner Update bezüglich Grundstückssuche. Ja, wir sind mehr oder weniger jeden Tag entweder auf einem Grundstück oder in Kontakt mit Leuten, Maklern, die wir anschreiben, mit telefonieren, mit Grundstückbesitzern, ja, auch private Leute. Und es ist nicht so einfach. Es gibt hier Grundstücke auf jeden Fall. Die Sache ist nur, kann man sich das leisten, ja? Kann man sich den Weg leisten, zu dem Grundstück zu fahren? Oder kann man sich den Quadratmeter leisten, weil die Grundstückspreise in Hornau sind explodiert? Klar, es sind schon einige, die uns gesagt haben, wärt ihr vor 5 Jahren da, hättet ihr noch ein Grundstück für 6.000 und 8.000 Euro. Ja, mittlerweile kosten die 35, 32, 31. Es gibt auch für 18.000, ja, ist alles da, alles da. Die Sache ist auch immer, wie viel du kaufst, da verhält sich der Preis, also so wie in Deutschland auch, das ist dasselbe. Angebot und Nachfrage, klar. Und die Lage spielt eine große Rolle. Natürlich möchten wir nicht zu weit von der Stadt, aber auch nicht zu nah. Und das ist halt auch die Schwierigkeit, ein passendes Grundstück zu finden. Und in diesem Video möchte ich einfach nur ein paar Einblicke mit euch teilen. Wo wir waren, wo wir da spazieren, wie wir da hinfahren. Es ist auch ein kleines Video, ist nichts Besonderes. Aber einfach mal, dass ihr wisst, was wir gerade machen. Also wie gesagt, wir stehen morgens auf, wir frühstücken. Dann hat uns jemand schon geantwortet oder auch nicht. Und dementsprechend planen wir dann, machen wir Termine. Zwei Grundstücke, die ich in Deutschland in Aussicht hatte, sind leider schon weg. Einer ist weg, weil es verkauft worden ist. Und ein anderer ist weg, weil er innerhalb 6, 7 Monaten oder was das jetzt an Zeit war, wo ich noch in Deutschland war und wo wir das Grundstück uns angeschaut haben online, ist der Preis dermaßen hochgesprungen und wahrscheinlich haben sie Erdöl auf dem Grundstück gefunden, deswegen der Preis. Also in 6 Monaten 8.000 Euro pro Hektar, ist schon krass. Aber egal, jeder kann das ja machen, das ist ja sein Grundstück, ist okay, ist okay. Es ist ein freies Land und ich möchte ja nicht auf hohem Niveau nörgeln. Also jeder guckt zu, dass er ja, sein Geld verdient. Ist okay. Also sollte man das Ganze nicht so negativ sehen. Es ist einfach Business. Ist okay. Das Wetter hier, ihr seht, ich bin mit Pulli. Es ist kühl und ich bin froh drum, weil meine Befürchtung war, dass es hier immer heiß ist. Also in Paraguay immer warm, immer heiß. Ist nicht der Fall. Das heißt, man hat ja auch kalte Tage. Was ich eigentlich froh drum bin. Also ich, meine Frau, wir haben alle gesagt, das ist cool, das freut uns, weil dann kannst du auch mal einen Kamin anmachen, mit der Familie am Kaminfeuer sitzen. Das Land ist sehr schön, es gibt, also wir haben auch sehr tolle Grundstücke gesehen, aber uns hat das halt nicht gepasst von den Kilometern her, also der Weg dorthin. Wir haben Kinder, die müssen zur Schule und aus diesen Gründen und auch noch anderen Gründen bevorzugen wir etwas, was näher ist. Und darum, genau, geht die Suche einfach weiter, weil, ja, es ist nicht so einfach. Uns wurde auch schon gesagt, dass die besten Grundstücke, die guten Grundstücke sind alle weg. Das glaube ich nicht. Also, ich habe hier schon gute Grundstücke gesehen. Das ist nur, es muss alles passen. Und würde ich es alleine entscheiden, hätten wir schon längst ein Grundstück gehabt, aber wir sind viele und jeder bei uns hat das Recht, seine Meinung zu sagen. Also nicht nur die Väter und Mütter, sondern auch die Kinder, die entscheiden mit. Denn die sind alle in einem Alter, wo sie später auch ihre eigene Familie haben möchten. Wir möchten zusammen auf den Grundstücken uns verteilen und aus diesem Grund ja, wollen wir, dass es auch für alle passt. Das heißt, wir entscheiden alle zusammen und jede Meinung zählt. Und das macht das Ganze auch ein bisschen schwerer, weil ja, es muss halt passen, gell? Und genau daran sind wir jetzt. Genau, viel Spaß mit dem Video und genau, bis zum nächsten Mal.